Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Zwickau feiert Festival der Reformation. 38 Nachwuchspianisten spielen beim kleinen Schumann-Wettbewerb und Zwickauer Hütte feiert 115-jähriges Bestehen. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell vom grünen Donnerstag und damit auch der letzten Ausgabe Ihres Abendmagazins in dieser Woche. Damit kommen wir zum ersten Thema. Zwickau feiert vom 16. bis 18. Mai das Festival der Reformation. Jedes Jahr findet diese Veranstaltung an einem anderen Ort statt, der einen Bezug zu Luther oder der Reformation hat. Was bei diesem 11. Festival genau geplant ist, haben die Organisatoren heute verraten. In einem Monat wird Geschichte lebendig. Das Thema Reformation soll in Zwickau 3 Tage lang auf vielfältige Art beleuchtet werden. Gesprächsrunden, Mitmachaktionen, Musik, die Planungen versprechen ein ereignisreiches Wochenende. Das, was die meisten wahrnehmen werden, das wird sicherlich das Mittelalterfest sein, nennen wir es mal so. Wir sind zwar schon in der frühen Neuzeit, aber manchmal nimmt man ja das Mittelalter bis in die Reformation hinein, dann würde das noch dazugehören. Sagen wir ein zeitbezogenes Fest, das also Händler, Handwerker, Gewerbetreibende, könnte man im weitesten Sinne des Wortes sagen, dort in Originalkostüm mit dem Originalhandwerkszeug von damals auf die Bühne ruft. Zum Teil wirklich auf die Bühne, aber eben auch beim Herumlaufen in dem Areal zwischen Schloss Osterstein, Katharinenkirche und Kornhaus. Auch das Areal selber passt natürlich sehr gut. Es sieht, nachdem es rekonstruiert und wieder saniert worden ist, vielleicht ähnlich schön oder noch schöner aus als vor 500 Jahren. Aber es sind alles diese alten Bauten, die auch zu Luthers Zeit schon gestanden haben. Insofern passt auch das ganze Ambiente sehr gut zu diesem Markttreiben. Und ich denke, das ist einfach der Hingucker und wird sicherlich die meisten Leute auch anlocken, das Fest mal zu besuchen. Ein wichtiger Gast ist die Pfarrerin Margot Kessmann. Sie hält am 18. Mai im Dom St. Marien beim Gottesdienst die Predigt. Im Hinblick auf das Reformationsjubiläum hat die Theologin eine herausragende Bedeutung. Also sie vertritt gewissermaßen, wenn man so will, die Reformationsdekade in dieser Zeit durch die evangelische Kirche in dieser Zeit deutschlandweit. Es gibt ja so Landesbeauftragte. Unser ehemaliger Zwickauer Landrat vertritt ja das Land Sachsen dabei. Und Margot Kessmann tut das für ganz Deutschland, gewissermaßen dann auch europaweit. Ist gewissermaßen ja Luther- oder Reformationsbotschafterin der Bundesrepublik. Und insofern ist es natürlich schon auch sehr schön und ja, man könnte auch sagen, es schmeichelt uns ein bisschen, dass sie die Einladung angenommen hat und zu dem Gottesdienst, sie hält ja die Predigt an diesem Tag, nach Zwickau kommt. Zur offiziellen Vorstellung des Programms heute im Rathaus waren auch 2 junge Leute in historischen Gewändern anwesend. Die Gemeindepädagogen Maja Hertel und Daniel Arnstadt haben zum Festival der Reformation etwas ganz Besonderes vor. Sie haben dieses Thema kindgerecht aufbereitet und bieten Mitmachaktionen an. Ganz praktisch soll passieren, Sie können kennenlernen den Buchdruck zum Beispiel, wie damals Martin Luther seine Schriften, die er geschrieben hat, drucken lassen hat. Also wir haben eine Druckerpresse dabei. Dann ja, sind wir auch dabei, dass die Kinder kennenlernen, auch so das Vertrauen, was Luther gehabt hat dann, nachdem er gemerkt hat, wir haben nicht einen Gott, der böse ist und uns immer nur streng bewacht, sondern einen, der gnädig ist und ein guter Gott ist. Und das wollen wir den Kindern nahebringen und zeigen. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung des Festivals der Reformation ist am 16. Mai in der Katharinenkirche. In diesem Rahmen soll auch das europäische Kulturerbesiegel feierlich enthüllt werden, das dem Gotteshaus unlängst verliehen wurde. Vom 25. bis 27. April findet im Robert-Schumann-Konservatorium wieder ein kleiner Schumann-Wettbewerb statt. Für die 23. Auflage der Veranstaltung haben sich 38 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jahren angemeldet. Den besten Pianisten, die aus 9 Bundesländern nach Zwickau reisen, winken Preise von über 4.000 Euro, ein Sonderpreis sowie Förderpreise der Robert-Schumann-Gesellschaft Zwickau.
Das Preisträgerkonzert findet am 27. April im Robert-Schumann-Saal des Konservatoriums statt. Ganz so klein, wie der Name besagt, ist der kleine Schumann-Wettbewerb schon lange nicht mehr. Das betonte Wettbewerbsleiter Thomas Richter gleich zu Beginn der Pressekonferenz, bei der am Mittwoch über die 23. Ausgabe der Veranstaltung informiert wurde. Die Teilnehmer kommen mittlerweile aus dem gesamten Bundesgebiet. Nur das Anliegen des Wettstreits, der seit 1968 alle 2 Jahre in Zwickau stattfindet, ist dasselbe geblieben. Der musikalische Vergleich zwischen Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 19 Jahren. Und dieser Vergleich dient natürlich dazu, zu sehen, wo befinde ich mich im bundesweiten Vergleich mit anderen Schülern, die eben auch dem Klavier zugetan sind. Und das ist der vordergründige Aspekt eigentlich eines jeden Wettbewerbes. 38 junge Pianisten stellen sich in diesem Jahr dem strengen Urteil der Jury. 3 davon kommen von der Zwickauer Musikschule, wo der Wettbewerb in der kommenden Woche stattfindet. Wir haben in jeder Altersgruppe einen Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin. Das freut uns sehr, weil ja, die Latte sehr hoch liegt. Und wir drücken den 3 natürlich besonders die Daumen. Aber entscheidend wird, dass die Jury am Schluss die Bewertung vornimmt. Und dann schauen wir mal. Beginnt es nächste Woche Freitag. Wie sieht der Ablauf aus? Wie sieht das Programm aus, was die einzelnen Teilnehmer spielen müssen? Ja, die Teilnehmer haben ein Programm, was sich zusammensetzt natürlich aus Schumannscher Musik, Klaviermusik. Aber ebenso ist zeitgenössische Musik sozusagen Pflicht. Jeder sollte ein Stück des 20., 21. Jahrhunderts auch spielen. Und dann gibt es bestimmte Vorgaben in der Ausschreibung, aus welchen Schumann-Werken etwas gespielt werden muss. Und dann wählen die Schüler auch noch, oder die Lehrer ja meistens, noch andere Beiträge dazu. Und die zeitliche Vorgabe ist in den einzelnen Altersgruppen unterschiedlich und an die muss sich natürlich auch gehalten werden. Kein Wettbewerb ohne Preis. Welche Preise gibt es beim kleinen Schumann-Wettbewerb zu gewinnen? Es sind Geldpreise, die gestaffelt sind nach den Altersgruppen. Also die größeren Schüler kriegen etwas mehr Preisgeld als die jüngeren. Und es gibt auch noch Förderpreise. Der Förderverein des Robert-Schumann-Konservatoriums stiftet zum Beispiel einen Preis für den besten Schüler des Konservatoriums. Das hat einer von den 3 wird diesen bekommen. Ja, und ansonsten, glaube ich, ist vor allem dieser musikalische Vergleich für die Schüler wichtig. Es geht, glaube ich, nicht darum, viel Geld hier mitzunehmen, sondern sich zu vergleichen und auch sich zu positionieren. Wo befinde ich mich in meiner musikalischen Entwicklung? Was hat mir besonders gut gefallen? Manchmal entdeckt man auch Stücke, die man vielleicht noch nicht gekannt hat und die dann auch unbedingt spielen will. Also da gibt es viele, viele Effekte, die aus so einem Wettbewerb heraus sich ergeben können. Auch die Lehrer sprechen untereinander, tauschen sich fachlich aus. Dazu ist also auch die Zeit gegeben. Und das finde ich auch sehr gut. Das Schöne bei Wettbewerben, dass also auch dieses Gespräch gesucht wird untereinander. Wie bei den vergangenen 22 Wettbewerben gibt es nach der Bekanntgabe der Gewinner ein Preisträgerkonzert. Es findet am 27. April um 18 Uhr im Schumann-Saal des Konservatoriums statt. Werbung. Erinnern Sie sich noch an Süßes aus Ihrer Kinderzeit? Jetzt ist er wieder da. Fiba, der Nougat- und Marzipanhersteller aus Thüringen. In einer noch nie dagewesenen Vielfalt und altbewährter Qualität. Eine Riesenauswahl finden Sie direkt im Herzen von Zwickau, in der inneren Plauenschen Straße 7. Jetzt zur Frühlingszeit halten wir für Sie ein reichhaltiges Angebot an Osterpräsenten bereit. Wenn Sie möchten, verpacken wir die Geschenke ganz nach Ihren Wünschen. Probieren Sie auch unsere individuell gestalteten Pralinen und Edelschokoladen sowie verschiedene Liköre. Herzlich willkommen in der Welt der künstlerischen, formschönen und emotionsweckenden Wohn- und Gartenobjekte, der Geschenke und Präsente, der Welt von Stilvoll. Hier finden Sie einzigartige und besondere Artikel, zeitlos schöne Stücke, an denen Sie über Jahre Freude haben werden. Mit ausgewählten Artikeln namhafter Markenhersteller bleiben keine Wünsche offen. Sie suchen ein ganz spezielles Geschenk? Dann sind Sie bei Stilvoll genau richtig. Kommen Sie, sehen Sie, staunen Sie. Sie finden uns an der Grenze von Zwickau nach Mösen im Gewerbegebiet Lippoldsruh 1.
Jetzt zur Osterzeit halten wir ein breites Sortiment an liebevoll ausgewählter Dekoration und Geschenkartikeln genau für diesen Anlass für Sie bereit. Vom kleinen Tischaccessoire bis hin zum großen Blumenarrangement, bei Stilvoll werden auch Sie fündig. Besuchen Sie uns. FIBA, der Spezialist in Sachen süße Verführung in Zwickau, Innere Plaunsche Straße 7. Auch für den schönsten Tag in Ihrem Leben haben wir tolle Ideen. Liebe Schwestern und Brüder im Geiste Christi, meine sehr verehrten Damen und Herren in nah und fern. Die Stadt Zwickau lädt Sie ganz herzlich ein, mit uns zu feiern im Jahr 2014 vom 16. bis zum 18. Mai, das Festival der Reformation. An diesen drei Tagen können Sie ein mittelalterliches Markttreiben, Führungen, Vorträge erleben, nahe am Schloss Osterstein, an der Katharinenkirche und im Muldeparadies. Ein besonderer Höhepunkt wird der Festgottesdienst am Sonntagvormittag mit Margot Käßmann sein. Bitte kommen Sie zu uns nach Zwickau und erleben Sie mit uns drei spannende, erlebnisreiche Tage vom 16. bis zum 18. Mai 2014. Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Im Jahre 2014 feiert die Zwickauer Hütte in, jetzt muss ich ablesen, Pfelders in Südtirol ihr 115-jähriges Bestehen. Und da habe ich jetzt einen Gesprächspartner bei mir im Studio, den man eigentlich nur als Fußballer kennt. Willkommen, Karl Remitz. Ja, danke schön. Was haben Sie denn mit der Zwickauer Hütte in Südtirol zu tun? Ich bin seit vielen, vielen Jahren schon der Ansprechpartner der Stadt Zwickau für die Zwickauer Hütte. Natürlich haben wir auch noch unseren Alpenverein hier in Zwickau, aber ich bin der Ansprechpartner von der Stadt. Wenn es Fragen gibt, dann können die Leute dann immer bei mir anrufen, über die Zwickauer Hütte, Öffnungszeiten und etc. Ja. Ne? Wie gesagt, deshalb mache ich das Amt schon die ganzen Jahre jetzt. Wie kam das zu dieser Zusammenarbeit? Seit wann machen Sie das? Ja, das erste Mal war es zum 100-Jährigen hier, also vor 15 Jahren, wo damals noch unser Oberbürgermeister Dr. Eichhorn der Chef war, wie gesagt. Und es hat mir damals schon so viel Freude gemacht und Spaß bereitet und ich mache es nach wie vor sehr, sehr gern und habe auch jetzt mit unserem Org-Büro an der Stelle
Rainer Dittrich hier und die vielen Sponsoren, Stadtwerke, ZEV, Mauritius Brauerei und so weiter. Ich habe das eine GUP hier, breiten wir die 115 Jahre wieder vor, zusammen mit unseren Ansprechpartnern unten in Felders in den wunderschönen Ort in Südtirol, Passauertal. Ja. Was ist da geplant? Also da brauchen wir ja nur wenige Jahre zurückblicken auf das 111-Jährige, da war auch eine große Sause. Ne? Ja, wir haben also dieses Jahr, die Festwoche ist vom 20. bis zum 27. Juli. Mhm. Der Aufstieg ist am 25. Juli, das ist der Freitag. Und am Samstag haben wir dann unten im Ort eine Riesenfete, 115 Jahre. Wir waren dabei und ich kann jetzt schon alle ansprechen, die bei 111-Jährigen oder bei anderen dabei waren oder auch so runterfahren, bitte kommt doch mit runter, weil ihr werdet es bestimmt nicht hier bereuen, weil auch die Einheimischen unten freuen sich so riesig und haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt, aber auch wir von der Stadt zusammen mit den Alpenvereinen und bereiten sehr, sehr viel vor. Ich habe also jetzt schon die rund 200 Urkunden, die also jeder dann unten kriegt. Und auch ein wunderschönes Hemd kriegt auch jeder wieder geschenkt mit Aufdruck 115 Jahre, Zwickauer Hütte. Ja. Wir waren dabei. Also es wird ein tolles Ereignis. Und das kulturelle Programm kann sich auch sehen lassen. Das Jugendblasorchester. Ja, es ist ganz fantastisch, dass der Günter Haubold, mein Freund hier, spontan mir zugesagt hat und sagt, Karl, wir kommen mit dem Zwickauer Jugendblasorchester runter und die musizieren dann unten im Ort und auch sollen sogar in Meran mal auftreten hier. Ja. Und natürlich dann oben auf der Hütte in 3000 Meter Höhe und werden wir dann gemeinsam oben das Steigerlied anstimmen. Wow. Und ich glaube, das wird ein Ereignis, wenn rund 200 Leute dort oben auf dem Plateau das Zwickauer Lied singen. Hier. Gänsehaut, ne? Gänsehautstimmung pur. Ja. Und das wird garantiert was sehr, sehr schön ist, wie gesagt. Also Sie lassen die jungen Leute nicht mit Instrumenten da hochsteigen. Ich meine, ohne ist schon schwer genug. Nee, die Instrumente, die kommen mit dem Lastenaufzug hoch, wie gesagt. Ja, aber sonst hier ist der Lastenaufzug also nur für... Wer Leute hoch will, muss zu Fuß gehen. Muss zu Fuß gehen, ja. Wenn jetzt noch jemand mit möchte, gibt es da eine Verbindung nach unten, einen Reisebus oder irgendwas? Ja, wir haben also über Leistner Reisen schon den zweiten Bus, der in Angriff genommen wurde. Der erste ist schon voll mit knapp 50 und der zweite ist auch schon allerhand, wie gesagt. Und wir haben dort unten auch, viele kommen auch separat runter mit eigenen PKWs. Ich habe auch schon viele Anrufe, teils von Menschen, von anderen Orten, die gern mit runter wollen, die bei 111-Jährigen schon dabei waren und auch wieder kommen. Selbst sogar aus Österreich habe ich Anfragen, die mit runter wollen. Es wird schon eine tolle Sache. Und wer mitfahren will und wenn ich sich das zutraue, mit eigenem Auto drunter zu fahren, ruft bitte mal bei Leistner Reisen an. Ja. Die haben also noch Plätze frei und eventuell kann man noch einen dritten Bus voll machen. Wie gesagt, ein Ereignis, das garantiert, damit unten ist, nie bereuen wird. Ja. Wer jetzt dabei sein will, was kostet das, diese Teilnahme an der Fahrt? Die ganze Fahrt mit Aufstieg und auch, er kann dann oben auch übernachten in der Zwickauer Hütte. Mhm. Das ist alles mit dem Preis drin, so ungefähr 450 Euro mit Fahrt. Sehr gutes Hotel, Halbpension, also es ist ein toller Preis. Das ist natürlich auch ein tolles Programm, was die Leute da erwartet. Ja, ne? Ja. Was läuft da jetzt noch so an Vorbereitung? Es ist ja noch eine ganze Weile hin. Wann war das? Am 20. bis 27. Juli. Ne? Ja, ja. Was ist da bislang noch zu tun und bis wann kann man sich auch anmelden? Anmelden geht noch bis zum letzten Tag. Ach so, wie gesagt. Okay. Und wer jetzt
so direkt runterfahren will, braucht sich ja gar nicht anmelden, wenn er dann irgendwie Pension unten hat. Es wäre jederzeit auch möglich, wenn Anfragen gibt, dass Sie mich anrufen, beziehungsweise Sie können auch bei Leistenreisen anrufen hier, wie gesagt. Unten gibt es genügend Hotels und Pensionen und ich muss sagen, alles zum sehr guten Preis. Ne? Und Felders ist auch so, wenn Sie dann unten sagen, Sie kommen aus Zwickau, haben Sie schon ein richtiges Heimspiel. Das ist wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen in diesem Falle kann man das wirklich so sagen, eine volle Hütte, eine volle Zwickauer Hütte. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser großen Feier. Besten Dank, dass Sie hier vorbeigekommen sind. Dankeschön, Karl Remitz. Danke auch. In der Zwickauer Kleingartenanlage Sonnenland am Brückenberg müssen 5 Parzellen beräumt werden, weil eine Hangkante abzurutschen droht. Ein amtliches Gutachten hat bestätigt, dass die Böschung nicht mehr standsicher ist. Die von der Räumung betroffenen Kleingärtner bekommen andere Grundstücke angeboten. Schon in den vergangenen Jahren wurden im hinteren Bereich der Gartenanlage immer wieder Hangrutschungen beobachtet. Die Zwickauer Telefonseelsorge feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Das wird am Montag im Rahmen eines ökumenischen Festgottesdienstes im Dom St. Marien gefeiert. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben seit der Gründung der Telefonseelsorge rund 300.000 Anrufe entgegengenommen und etwa 120.000 Seelsorgegespräche geführt. Der Gottesdienst beginnt am Ostermontag um 17 Uhr. Vom Gelände eines Autohauses am Kreuzberg ist heute Morgen ein Auto gestohlen worden. Der schwarze Citroën Berlingo hat einen Wert von 10.000 Euro. Nach Angaben der Polizei müssen die Diebe gegen 5 Uhr zugeschlagen haben. Das gestohlene Fahrzeug war nicht zugelassen und hatte keine Kennzeichen. Das Polizeirevier in Zwickau bittet um Zeugenhinweise. Werbung. Sie suchen nach dem außergewöhnlichen Geschenk für einen lieben Menschen? Dann verschenken Sie Urlaubsgefühl und Entspannung mitten im Herzen von Zwickau. Wellness, Massagen, Sauna und Kosmetik. Sie entscheiden, wir zaubern ein Geschenk daraus. Unser Gutschein-Express bringt Ihr Geschenk, wohin Sie möchten. Kostenlos und frei Haus. Schon morgen oder zum Wunschtermin bei Ihnen oder dem glücklichen Empfänger. Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3. Ultra personalisierbar. Citroën. Kreativtechnologie. Null Anzahlung, 100% fahren. Entdecken Sie die DS-Linie zu attraktiven Monatsraten. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Gute Unterhaltung kommt von hier.
Holen Sie sich Carsten Riedel zu Ihrer Veranstaltung. Ganz gleich, ob Hochzeit, Geburtstag oder zu einer anderen Familienfeier. Auch bei Ihrem Betriebsfest sorgt Smile Entertainment für allerbeste Stimmung. Carsten Riedel kommt zu Ihnen mit seiner mobilen Diskothek und seinen Showprogrammen. Buchen Sie jetzt gute Unterhaltung. Smile Entertainment. Natur, Action, Spiel und Spaß das ganze Jahr. Erlebt freilaufende Siegerhirsche, Parkbahn, Riesenrad, Wellenflieger sowie Insola, den großen Indoor-Spielplatz und vieles mehr. Wo? Na, im Sonnenlandpark Lichtenau, direkt an der A4, Abfahrt Chemnitz Ost. Der TSC Silberschwan veranstaltet am Samstag in der Neuen Welt sein alljährliches Ostertanzturnier. Dabei werden Spitzenpaare der Klassen A und S wieder um den Turniersieg kämpfen. In den Pausen haben aber auch die Gäste die Möglichkeit, aufs Parkett zu gehen. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 19 Uhr. Am Karfreitag ist es neben kurzen Auflockerungen meist stark bewölkt und es kommt häufig zu Schauern. Bei kühlen 4 bis 9 Grad weht ein schwacher bis mäßiger, teils auch böiger Wind. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Das Osterwochenende wird überwiegend sonnig und angenehm warm. Auch am Ostermontag ist es freundlich und niederschlagsfrei. Dabei steigen die Temperaturen bis auf 18 Grad. Das war die Gründonnerstagsausgabe von Tag Aktuell. An dieser Stelle noch ein Hinweis auf unser Osterprogramm. Ja, wenn ich zu Ihnen so spreche, dann ist das für mich eine alltägliche Sache. Man verwendet seine Stimme, um mit anderen Leuten zu kommunizieren. Jetzt stellen Sie sich vor, die Stimme haben Sie nicht mehr. Zum Beispiel verloren bei einer schweren Krankheit. Mit einem solchen Mann habe ich mich unterhalten und das Ganze haben wir in eine Sendung gepackt und haben Sie Bilder der Hoffnung genannt. Darin geht es um den Zwickauer Künstler Andreas Lenk und wie er mit einer schweren Krankheit und dem Verlust seiner Stimme am Ende fertig wurde. Eine hochinteressante Sendung, wie ich finde. Wann wir sie genau ausstrahlen, mehrfach an diesem Wochenende, das erfahren Sie im laufenden Programm bei Television Zwickau und natürlich auch all die anderen geplanten Sendungen. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch über Ostern einzuschalten. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wundervolles Osterfest, schönes Wetter und ein paar schöne, dicke Eier, die Sie hoffentlich versteckt bekommen und finden. Machen Sie es gut und tschüss. Werbung. Television Zwickau.